Hallo, hallo, meine Lieben. Heute ist Dienstag, der 6. September. Ich werde jetzt einfach die Vlogging-Challenge zu Ende bringen und nach Hause bringen und nach Hause holen und zu Ende bringen. Ja, ich habe ja jetzt schon ein bisschen gevloggt und da ist ja sowieso einiges dazwischen gekommen und deswegen dachte ich mir, mache ich es jetzt einfach ready, obwohl jetzt schon wieder was dazwischen gekommen ist. Nämlich, das Wochenende hat mich natürlich ganz schön aufgeregt. Freitagabend nach Hamburg gefahren, dort im Judo-Dojo gepennt. War es natürlich schon lange nicht mehr gewohnt, dass ich auf so hartem Untergrund penne. Dann habe ich natürlich auch nicht so prickelnd geschlafen. Dann natürlich noch zusätzlich mit den ganzen, Keimen, die mit dazugehören und dann abends eben essen gewesen und schlecht geschlafen, dann den Wettkampf gehabt. Dort übrigens nochmal riesen Dank an alle, die da extra wegen mir hingekommen sind. Ich war völlig platt, dass da echt war ein Vater mit seinem Jungen da und der Junge war sehr süß, hat mich gesiezt. Das war echt süß. Echt cool und auch noch zwei andere Jungs oder beziehungsweise Männer, die extra aus Münster gekommen sind und so. Das war echt, also Wahnsinn, hat mich echt mega gefreut. Und ja, dann da halt abends noch gegessen, dann wieder zurück nach Berlin, dann weniger als 5 Stunden geschlafen, dann nach Kassel gefahren. Dort den ganzen Tag schwer gehoben, ein Seminar gehabt, mit draußen hat es geregnet und dann war es kalt, dann war es warm, dann war hier, dann war da. Ja, dann dort abends noch bei Hendrik gepennt und der Betreiber von MRAP Fitness. Vielen Dank auch nochmal, dass ich da pennen konnte. Und dann habe ich dort natürlich auch wieder viel zu wenig geschlafen, weil wir uns viel unterhalten haben. Und dann am nächsten Morgen ja wieder zurück nach Berlin. Beziehungsweise wir haben noch einen kleinen Abstecher in die CrossFit-Schmiede gemacht beim Jörn. War auch ziemlich geil dort. Also wenn ihr in Kassel wohnt, auf jeden Fall mal CrossFit Kassel und CrossFit-Schmiede auschecken. Beides sehr coole Locations. Und ja, dann dort noch ein Video für MRAP Fitness gedreht. Das kommt nicht auf meinem Kanal, sondern es wird bei ihm laufen. Ist auf jeden Fall ein Tutorial für Double Unders, sehr empfehlenswert. Dann halt wieder hierher gefahren nach Berlin. Abends noch gearbeitet, komm nach Hause völlig fertig, ess noch was. Und heute Morgen dann der Super-GAU. Ich hab Herpes bekommen, ich hab ein bisschen Halsschmerzen. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Und kennt ihr das? Den Männerschnupfen? Ein Männerschnupfen ist das Schlimmste, was du bekommen kannst in deinem Leben. Halleluja. Auf jeden Fall, ja. Jetzt heute aber den ganzen Tag ackern, morgen den ganzen Tag ackern. Und Donnerstag auch noch und Freitag und überhaupt. Und das ist alles gerade so viel. So viel, so viel, so viel. Deswegen vlogge ich jetzt einfach, obwohl ich keine Challenge mache, also nichts Pull-Up-Dips und so. Oder Liegestütz. Und ja, hab jetzt einfach so ein bisschen was gequatscht, ne? Hab ein bisschen gevloggt. Der Vlog von Boris Schäko wird auch noch online kommen. Der ist auch noch, der ist echt witzig geworden. Durfte Boris Schäko auch noch interviewen, hat mir 10 Minuten seiner kostbaren Zeit gegeben. Sehr cool auf jeden Fall, checkt das Interview auf jeden Fall mal aus. Krasser Dude auf jeden Fall, mit wahnsinnig viel Knowledge, hat seine Augen echt überall, das ist Wahnsinn, was 2, 3 Wiederholungen vor und der sieht nochmal mehr, als man selbst auch sieht, das ist echt krass, also wirklich, wirklich cool. Irgendwie hat einer unter dem Bild geschrieben, krass, wie das Äußere täuschen kann, ja also ich kenne viele krasse Koryphäen, die nicht so aussehen, als wären sie Koryphäen, aber sie sind Koryphäen. Und deswegen, das Äußere darf eigentlich niemals täuschen. Ja, lasst euch echt nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten von irgendwem blenden oder täuschen. Lustige Anekdote dazu. Ich habe mal einen Klienten gehabt, der hat... ich musste für meinen Chef sozusagen noch an dem Tag so und so viele Termine für Probetraining, fürs Personal Training machen. Und da war dann... ein Typ, der hatte Regenstiefel an, eine zerrissene Jogginghose, so ein buntes Hemd und eine Basecap, die auch aus irgendwie den 80ern stammt oder so.
Und auf jeden Fall habe ich mit dem halt eine Probestunde Personal Training gemacht und habe selber nicht so dran geglaubt, dass der überhaupt Personal Training kauft. Ich habe diesen Termin nur für meinen Chef gemacht und dachte auch überhaupt nicht, dass der Kohle hat, ja. Und dann war halt, ja, möchtest du, dann bin ich auch schon mit dem Niedrigsten eingestiegen, ne? So, möchtest du halt nicht mal eine volle Stunde, sondern nur eine halbe Stunde Personal Training, weil es ja billiger ist, halbe Stunde Personal Training, 10 Stunden oder einmal, oder halbe Stunde einmal die Woche. So, und dann meinte er halt so, nö, ich möchte gerne dreimal die Woche und ich möchte eine Stunde trainieren. Was kostet denn das? War so und so viel? Da war ich erstmal so völlig baff, ja. Und dann stellte sich ja nach und nach heraus, dass er über sehr viel mehr Geld verfügt. Auf jeden Fall war das eine witzige Geschichte. Das war so, glaube ich, das mit einer der ersten Geschichten, wo ich jemanden komplett falsch eingeschätzt habe. Deswegen urteile niemals übers Äußere. Unterhalte ich mit den Leuten und dann kann man das eh immer noch besser einschätzen. So, das war's auch mit dem Vlog für heute. Ja, bis morgen. Vielleicht geht es mir morgen wieder besser und ich mache vielleicht so 2, 3 Liegestütze oder Dips oder Klimmzüge. Naja, bis bald.